Riesenstimmung im neuen Volksparkstadion, ausverkauftes Haus und die 52.000 Zuschauer sahen ein spannendes, teils hochklassiges Spiel zweier offensiver Mannschaften mit vielen Torchancen. Dortmund im Angriff, doch Otto Addo scheiterte nach einer Viertelstunde an Jörg Butt. Der HSV-Torwart auch heute immer wieder im Mittelpunkt. Auf ihn konnte sich Frank Pagelsdorf jedoch erneut verlassen. Vor allem, als es nach diesem Foul von Ricken an Gramozis immer hektischer wurde. Elfmeter trotz wütender Dortmunder Proteste und das Duell Lehmann gegen Butt. Der 25-jährige Hamburger verwandelte souverän 1:0 nach rund einer Stunde. Bereits sein viertes Elfmetertor in dieser Saison. Dortmund jedoch keineswegs geschockt, blieb gleichwertig. Ivan Nilsson und Bobic springt höher als Panatic. Der Ausgleich, Bobic viertes Saisontor. Trotz dieses verdienten Unentschiedens der BVB nicht mehr die Nummer 1 der Bundesliga.